So, dann schauen wir mal, ob wir das hier herbringen. Dieser kleine Eintrag, Topologie, hat jemand in unseren Chat reingestellt. Wenn du das jetzt geistreich lesen wirst, wirst du dazu feststellen, wir machen das ganz einfach mal, das taucht jetzt in dir auf, was machst du aus den Worten, inwieweit erlebst du das, was du jetzt hier, oder ich drücke es einmal anders aus, was machst du aus den Worten, Schizophrenie heißt jetzt erst einmal gespaltenes Bewusstsein, das wissen wir ja, ne? Ja. Das ist eigentlich, das gespaltene Bewusstsein ist der Adam oder der Jahwe, so wie wir das jetzt geistreich definieren. Schizophrenie kann eine gravierende psychische Ursache sein. Alles ist Psyche. Aber die Erkrankung ist natürlich, das ist unser, ist ja unser Weltliches. Dieses weltliche Denken. Wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird, da gibt es nichts zu behandeln. Das ist alles schon immer wieder, Krankheit und Gesundheit gehört zusammen. Ein gesunder Traum erfordert, dass du dich zerdenkst. Könnte ich jetzt sagen, das ist ein gesunder Traum. Sie hat ein vielgestaltiges Erscheinungsbild. Diese Erscheinungen sind im Kind beelet und gehört zu den sogenannten endogenen Psychosen. Als Psychosen werden Krankheiten, Moment, zusammengefasst, die unter anderem mit Realitätsverlust. Das ist natürlich, wenn du die Realität, eine ausgedachte Welt nimmst, okay, dann hast du die verloren. Aber genau das, sich eine Welt ausdenken zu können, das ist eine reine Lust, mit der du dich wieder verbindest, wenn wir das verrot machen. Wir können uns verstreuen, die Lust um uns herum verstreuen und uns daran erfreuen. Und jetzt ist natürlich die Wahnvorstellung, da muss man immer wieder drauf klar sein, der Wahn und die Wahl, die Creatio ex nihilo. Das heißt, dass wir hier doppelt aufgespannte Schöpfung ist die wahrgenommene Existenz. Das ist ein Wahn, aber Wahn ist kein Wahn mehr, wenn du das bewusst machst, weil das nur Vorstellungen sind. Deine Vorstellungen, was du dir ausdenkst, wenn du das unbewusst machst, ist es ein blau geschriebener Wahn. Störungen des Denkens sind es nicht. Das hat mit einer Störung des Denkens nichts zu tun. Das ist das Denken als Ding an sich, wobei das Stör... S-D-Ö-R. Wenn ich unbewusst bin, ist es niedergerissen. Du reißt die Heiligkeit nieder. Dadurch wird ein, wenn du was ungeordnet widerlegst, wild wieder, doppelt aufgespannt im Kind. Und dieses doppelt aufgespannte Wehlet im Kind ist ein Durcheinander. Dur ist eine generierte Generation. Der Sprache und der Gefühlswelt verbunden sind. Der Begriff endogen meint, dass die Erkrankung aus einer Vielzahl von Faktoren von innen heraus entsteht. Wo soll es denn sonst her sein, wenn du dran? Ohne erkennbare körperliche Ursachen. Ich sage, die Ursache als Ding an sich sind die Körper, die du dir ausdenkst. Würdest du dir die nicht ausdenken, würden keine Körper existieren. Wir lesen das jetzt nur anders und ohne begründbaren Zusammenhang, das ist natürlich ein Blödsinn, das ist Materialismus, selbstverständlich gibt es einen begründbaren Zusammenhang, der begründbare Zusammenhang ist der, der sich's ausdenkt. Ja, ja. Schizophrene Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakterische Störungen, das immer Störung ist, wild ungeordnet widerlegt. Das ist jegliche Art von einseitigem Denken, ist letztendlich eine Zerstörung der Heiligkeit. Und der Charakter ist ja unser Abi. Charakter heißt ja Abi, der schöpferische meines Intellekts. Von Denken und Wahrnehmung sowie durch inadäquate und verflachte Affekte, das ist verflachte Affekte gekennzeichnet. Das ist eigentlich die größte Krankheit, die bezüglich von der normalen Sichtweise aus gesehen ist, Solo-Feeling. Es verflacht nämlich alle Affen. Affinitäten. Okay, sind ja Ecken. Und wenn wir in unser Spiegeleck reinschauen, wenn es keine Tiefe gibt mit die zwei Quadratflecken, ist es ein verflachter Affekt, wenn du das geistreich liest. Ja, ja. Da steckt übrigens das dann auch hier die Lebensflüsse, die weibliche Eins mit drin. Da könnte ich jetzt wieder, aus jedem Wort könnte ich jetzt ewig erzählen. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuelle Fähigkeit sind in der Regel nicht beeinträchtigt. Das ist natürlich... Die intellektuellen Fähigkeiten und die Bewusstseinsklarheit sind zweierlei Paar Stiefel. Ja. Bewusstseinsklarheit hast du in dem Moment, in dem
dir jeden Moment bewusst ist, was du bist und was deine Gedanken sind. Okay? Ja. Und jetzt war da irgendwie, jetzt warte mal, das war jetzt die Wahnvorstellung, wollte ich noch mal ganz kurz. Was ist eine Wahnvorstellung? Das ist ja ganz interessant. Der Wahn, als Wahn bezeichnet man eine Selbsttäuschung. Eine Einbildung, Irrglaube oder Verblendung. Ja. Einen Irrglauben gibt es eigentlich genau genommen gar nicht. Es gibt bloß einen Glauben, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, und in die Irre gehst du, wenn du da immer bloß eine Seite anschaust. Mhm. Und das führt dich in die Verblendung, und das Blenden ist ja das Hochinteressante. Das, was dich letztendlich blendet, ist unser Ohr. Das ist die Haut, die dich einhüllt. Mhm. Das ist, dass du mal die Haut hast, die Zeichen. Mhm. Die Zeichen, die in dir auftauchen, sind letztendlich auseinandergeschmissene Generationen, Leder. Mhm. Das ist auch die Tierhaut. Das ist das, was du meinen Körper nennst. Und das macht dich letztendlich blind. Mhm. Du lebst letztendlich in deiner eigenen Blindheit. Der Betroffene entwickelt falsche Vorstellungen. Es gibt keine falschen Vorstellungen. Das ist wie mit den Bildern. Es gibt keine richtigen und falschen Bilder, und es gibt keine falsche Vorstellung. Eine Vorstellung ist das, was du vor dich hinstellst, was du dir ausdenkst. Und die ist einfach nur. Was natürlich das Falsche ist, da haben wir unser Faller wieder. Unsere Falle. Die Falle ist aber erst dann eine Falle, wenn du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun, dann lebst du in einer Wahnvorstellung. Mhm. In dem Moment, wo ich weiß, wer ich bin und was meine Gedanken, was meine Informationen sind, ist der Wahn weg. Ja. Dann wird aus dieser Existenz das Licht, und dann wird aus der Wahn der Wahl die Creatio ex nihilo. Mhm. Mhm. Die von der Realität abweichen. Das ist natürlich, was ist wieder Realität? Jetzt müssen wir wieder genau uns anschauen, was bedeutet eigentlich das Wort Realität? Bin ich sehr, sehr oft darauf eingegangen, beziehungsweise den Dingen in der Umwelt falsch interpretiert werden. Die werden nur falsch interpretiert. Betonung liegt auf dir. Schon die Grund des Materialismus, des raumzeitlichen Denkens, ist eine falsche Interpretation von dem, was ist. Schau einfach, was ist, dann wirst du feststellen, dass das, was du siehst, was du denkst, immer nur jeder Moment hier und jetzt ist. Und er erscheint dir dort, wo du ihn dir hindenkst, bleibt aber trotzdem hier und jetzt. Jetzt sage ich wieder, jetzt denk an den Mond. Wo ist der Mond jetzt? Wo war er, bevor du ihn gedacht hast? Und jetzt schau mal, was die materialistische Logik macht. Das ist eine falsche Interpretation. Du bist felsenfest davon überzeugt, dass dieser Gedanke, den du jetzt denkst, da ja der Mond jetzt hundertprozentig ein Gedanke von dir ist, dass du glaubst, der ist da außen, auch wenn du ihn nicht denkst und du damit nichts zu tun hast. Das ist die Wahnvorstellung. Und ihnen falsche Bedeutungen beimessen. Die falsche Bedeutung beimessen macht letztendlich der Glaube, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Alles, was du dir denkst, wird so funktionieren, wie du glaubst, dass es funktioniert. Wahnhafte Erleben bezieht sich auf eine objektiv falsche Überzeugung. Oder eine Veränderung des Realitätsbewusstseins. Und jetzt macht man den großen Fehler, dass das Realitätsbewusstsein der Materialismus ist, wenn du tiefgläubiger Materialist bist. Das gilt dann auch zum Beispiel hier für moralische Vorstellungen, wenn du in irgendeiner Religion bist, was man darf oder was man nicht darf. Und da hängt sich das ganze System dann auf. Ja, ja. Wir reden hier von hundertprozentig sicheren Fakten. Und du wirst diese neue Perspektive, diese Sichtweise niemals verstehen lernen, wenn du nicht bereit bist, dann mal diese Vorstellung von richtig einzunehmen, die ich dir jetzt als Alternative anbiete. Mm-hmm. Darum geht es nur mit Wiederholen. Da kann ich 10-mal, wenn ich der ganze beginne, mit meinem Klingelingeling-Beispiel. Ja. Ihr wisst, wie oft ich das erklärt habe und wo ich dann immer dazu sage, du schaust jetzt erst einmal, was du glaubst. Das ist das Allerwichtigste. Du musst dir jeden Moment erst einmal deinen Glauben bewusst machen, der eine Schicht drunter, sage ich, im Arbeitsspeicher dieses Glaubenssystem darstellt. Dass du dir wirklich immer wieder die Frage stellst, wenn du wohin schaust, wenn du was denkst, wenn der Gedanke in dir auftaucht, ich schaue in mich rein, ob ich in meinem tiefsten Inneren noch glaube, ob das Ding auch dann da außen ist, wenn ich es nicht denke. Das ist ja in den meisten Fällen nur ein Gedanke ist, wenn wir vor was sprechen. Ja. Was sind jetzt die ganzen? Ich sage immer wieder dazu, du hörst jetzt Worte. Selbst wenn du alleine bist, tauchen in dir Worte auf. Du hast keinen Einfluss drauf.
Der größte Wahn beginnt in dem Moment, wenn irgendjemand, den ich mir jetzt ausdenke, denke ich mir, den erschaffe ich jetzt, dass der glaubt, dass er bestimmt, was er denkt. Dass dieser ausgedachte Mensch, wenn ich an mich denke und ich rede mir ein in Bezug auf diesen Gedanken, dass er sich raussuchen kann, was er denkt. Ich spreche nur kurz das Beispiel und setze dich hin, mach die Augen zu und jetzt denk 30 Gegenstände nacheinander. Mhm. Weil der, der du bist, beobachtet es. Ja. Da wird dir sehr schnell glauben, dass du dir überhaupt nicht raussuchen kannst, was du als nächstes denkst. Das ist der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Da ist keine Freiheit. Da ist Freiheit ist was ganz was anderes. Der erste Impuls zu erkennen, dass man selbst überhaupt keine Freiheit hat und das zu akzeptieren, erschafft im Hintergrund die wirkliche Freiheit. Ja, die wirkliche. Die wirkliche, genau. Ja. Ich habe da früher mal meine Indianer zitiert, wie er mal gesagt hat, hier die erste Freiheit ist, erkennt, dass ich erkenne, dass ich keine Freiheit habe. Und sag, selbst das muss dir einfallen. Ja. Selbst das muss dir einfallen. Du hast keinen Einfluss drauf, was du denkst. Und jetzt sind wir wieder bei unserem träumenden Geist. Kann sich in deiner jetzigen Vorstellung ein träumender Geist aussuchen, was er träumt? Ich sage nein. Und warum? Ganz einfach, weil ein träumender Geist, sobald du ihn denkst, auch was Ausgedachtes ist. Und alles ausgedacht ist ein Dasein-Müssen. Mit der Computermetapher ist es ganz einfach, dass egal, was du dir jetzt mit deinem Intellekt an Vorstellungen aufbaust, ich nehme wieder ein hundertfach zitiertes Beispiel, wenn du jetzt an einen Verbrennungsmotor denkst, wie der funktioniert, wirst du feststellen, du kannst nur auf den Schwamminhalt zurückgreifen, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und das ist alles voll austauschbar. Ja. Ob du an die Funktion eines menschlichen Körpers denkst. Mit dem roten Menschen hat es nichts zu tun. Das ist letztendlich die Beschreibung eines Trockennasenaffenkörpers. Aber existieren überhaupt, können in deinem Traum überhaupt Trockennasenaffen existieren, wenn du jetzt von vornherein als reiner Geist, als Computer das Programm nicht laufen hast? Es ist ja willkürlich veränderbar. Wenn du mal wirklich in der Freiheit, aus der Freiheit heraus kannst du das alles verändern. Das ist wie wenn sich jetzt einer hinsetzt, jetzt muss ich wieder ein raumzeitliches Beispiel bringen, und der schreibt einen Science-Fiction-Roman und jetzt kommen da irgendwelche Aliens, Außerirdische auf. Und das muss ihn ja einfallen, wie er die beschreibt, ob wir jetzt das Sabbermonster nehmen aus dem Film Alien oder hier zum Beispiel bei Star Trek, da sind ja manche zum Beispiel körperlose Wesen, wo ein reiner Geist einmal auftaucht beim Captain Kirk und versucht dann zu kommunizieren und dann erklärt, ihr seid ja bloß mit Blut gefüllte Hautsäcke. Ihr meint, ihr habt schon was begriffen? Gut. Passt. Welche wörtliche Übersetzung? Ihr seid nur mit Blut gefüllte, mit Fleisch und Blut gefüllte Hautsäcke. Und wir kommen dann schon so unheimlich gescheit vor. Jetzt denke ich mir an den Auto aus, der muss ja auch wieder irgendwie arbeiten. Aber jetzt einmal zu erkennen, dass ich letztendlich die Quelle bin für alles, was ich mir ausdenke, wenn ich sage, das ist kein Größenwahn, es bezieht sich ja nicht auf die Personifizierung der Rolle, die ich spiele, sondern auf das, was ich bin. Ja, das wirklich. Dass die ganzen Weisen der Welt, die ich in meine Traumwelt hineindenke, die ja immer nur existieren, wenn ich sie denke, dass ich doch letztendlich die erschaffe und jetzt wieder an die Kiste denke und mir hineindenke, was der oder der oder der entdeckt oder erfunden hat. Ja. Könnte ich mir den auch ausdenken, wenn ich den nicht auf meinen Schwamm drauf hätte? Die Fragen beantworten sich alle von selber, wenn du diese Position einmal eingenommen hast. Es geht in dem Leben um was ganz was anderes. Es geht nicht darum, dass man das, was man zu sein glaubt, versucht, möglichst lange am Leben zu halten. Und mit der Massenmeinung hat es nichts zu tun. Ja. Das, wenn man meint, Quantität hat irgendwas mit Qualität zu tun. Ja, nee. Weißt du, wenn dann irgendwelche Influencer, ist ja schon hochinteressant, der Begriff Influencer. Ja. Das ist die schwächere Form von Corona-Menschen, weil die Influenza ist ja die normale Grippe. Ja. Und die sind dann ganz stolz, ich habe 150.000 Follower, ich habe 200.000 Follower, 500.000 Follower.
Ja, da sind wir mit Holofeeling, da ist in Redo seine Internetseite mit 700 Follower ist ja richtig schwach. Nein, der ist schön wach. Ja. Richtig. Es geht doch gar nicht um ausgedachte Menschen. Nein, um Gottes Willen. Darum ist es wichtig, begreife, es dreht sich alles um dich und du hängst so in einem kleinen Gesappere drin, was dein Intellekt aufschmeißt. Zieh dich doch mal in dich zurück und mach dir mal bewusst, was du selbst bist. Ja. Nicht immer um einen heißen Brei rumreden. Das ist, gibt so viele Seiten mittlerweile, die in dir auftauchen können, wo hier Ansätze immer wieder dieses Bewusstsein, was Bewusstsein ist. Bewusstsein, was ist Bewusstsein? Etwas, was nicht gedacht werden kann. Mhm. Ja. Und darum wiederhole ich auch immer wieder, was ist nichts? Mhm. Mit Sicherheit nicht das Wort nichts. Ja. Das Rotgeschriebene bezieht sich genau auf dieses Phänomen. Es kann gewusst werden, aber nur von dem, der selber Bewusstsein, Geist, Licht, wie es nennen, ist rotgeschrieben, dieses Nicht-Denkbare ist. Das ist die Grundvoraussetzung für ewiges Dasein. Mm-hmm. Rotgeschrieben. Und wenn ich das einmal ausgetauscht habe in meinem Wissensspeicher, dann lässt dieses Loslassen, alles, was die einen als Leid ansehen, wenn ein Mensch stirbt, dieser Enosch, schon bei Name, per se, sterbliches Säugetier. Mhm. Unheilbar krank. Mhm. Mhm. Dann ist es schon Schattenboxen, was die Schulmedizin macht. Mhm. Und plötzlich werden dir die Fehler im Führerscheinprüfungsbuch, diese Widersprüche so auffallen, dass, ob das die Gesundheit, die Schulmedizin ist, dieses am Leben halten von etwas, was gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Und wenn ich jetzt normale Menschen um mich herum habe, wieder Brösel unter Brösel, dann merke ich schon so Sätze, wenn ich sage, was, das Schulkind muss ich doch auflösen. Wenn ich das immer wieder wiederhole, hast du überhaupt einmal gecheckt, was ich dir mitteile? Eben, eben. Ja. Genau. Das kommt nicht an, du merkst es in der ganzen, die hören, das ist zwar im Moment gesprochen, erscheint es logisch, aber was ist die Konsequenz? Ja. Konsequenz. Mhm. Das wird zusammen, das wird zusammengeschmissen und wird sowas, eine zusammengeschmissene Sequenz. Mhm. Und immer dran denken, dieses schöne Wort Que, weist immer darauf hin, dass ein Vorher und ein Nachher verbunden wird zu was vollkommen Neuem. Kreis und Reich waren so ein Kegel. Genau. Mhm. Ja. Träumen der Geist und Traumwelt wird so ein Gott. Das sind nämlich die zwei Seiten, die den machen, die Synthese machen, die sich die zwei ausdenkt. Es geht nicht um den Adam oder um den Jahwe, sondern um den, der sich das jetzt ausdenkt, der diese Symbolik versteht. Und es ist nur einer. Es ist der Erste und der sagt zu dir, ich bin du. Ja. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du das verstanden hast. Ja. Mhm. Und deine Gedanken werden das niemals verstehen, egal an wen du denkst. Das sollte nicht ein Hauch von einer Hoffnung sein, dass ein Udo das jemals verstanden hat oder ein Fetting oder Donis oder die Redos oder wie sie sonst alle heißt, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Das sind Wellen, die tauchen auf und verschwinden wieder. Genau. Das ist hundertprozentig sicher. Genau. Und das anzuerkennen, das ist der Sinn, was du in diesem Leben zu lernen hast. Das ist der Sinn des Lebens. Okay. Und mach dir keine Gedanken, was danach kommt, da lässt du dich einfach überraschen. Mhm. Und das jetzt zu hören und das zu installieren, das begriffen zu haben, noch danach greifen, im Reifen sein, im Hamsterlaufrad, das verstanden haben, das lässt dich wach werden. Und wenn es dann intellektuell jetzt einmal begriffen ist, kannst du dann immer wieder das Leben, werde ich immer wieder prüfen. Klar, schlägt immer der Haken. Was löst es in dir aus, wenn irgendwas passiert? Theorie und Praxis. Das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen, wo ich sage, das funktioniert alles ganz gut, bis das Leben dir wieder, wo ich gesagt habe, einen Koffer. Da ist das englische Wort Offer schon mit drin. Ich offeriere dir etwas. Gut. In Pferd. Ja. Dass du ein Wehwehchen hat und sofort kommt wieder der Zweifel, dann bäumt sich das Tier wieder, das Interpretationsprogramm und dann rennst du doch auf eine Nummer sicher gehen, geht man doch zum Arzt.
Man könnte so viel von der Weisen der Alten lernen, die du natürlich dir nur ausdenken. Die Weisheiten der Alten kannst du dir nur ausdenken, wenn du die vorher studiert hast. Paracelsus. Alles kommt von Gott. Das Schöne und das Schlechte, auch die Krankheiten. Bei den Krankheiten prüft er bloß, ob du ihm vertraust, diesen alten Weisheiten, oder ob du den Herrn Doktores vertraust von den Universitäten. Das ist die Prüfung. Die Normalität will ich immer wieder in die Welt zwingen. Und ich lade dich, ich zwinge dich nicht, sondern ich lade dich wieder ein zur Heimkehr. Schön. Und was man dann danach entfaltet, das hängt davon ab, was für ein Programm du dir dann angeeignet hast. Wissen Sie, man spielt es wirklich mit sich selbst. Und solange ich noch so verworren bin, nicht auf die Metaebene komme, jetzt mit Corona, solange ich noch diskutiere, ich muss mich nur beobachten und feststellen, ich habe das so oft gesagt, wenn was in mir auftaucht, muss ich mir ganz bewusst machen, klatsche ich jetzt Beifall oder bin ich entsetzt? Genau. Und es geht nicht, dass du das veränderst. Nochmal, der wirkliche Beobachter ist wertfrei. Er wertet nicht mehr die Wertungen und interpretiert nicht mehr die Wertungen von dem, der er zu sein glaubt. Du sollst nicht die Wertungen und Interpretationen deines Ani werten und bewerten, sondern dir dessen bewusst werden. Und du bist dir dessen nicht bewusst, solange du deine eigenen Wertungen noch wertest. Weil in dem Moment, wo du dir dann wieder denkst, da habe ich was falsch gemacht, ist es eine Wertung, und Falschfaller, bist schon wieder in die Falle getreten. Genau. Die Falle, die dich weiterhin ein blindes Arschloch sein lässt. Ja. Ja. Guter Indikator. Es ist immer wieder, wo ich darauf hinweise, es geht hier nicht um Intellekt, es geht um Bewusstsein. Das, was mir wichtig ist, geht ohne Intellekt. Es erfordert Bewusstsein. Sich jeden Moment bewusst machen, was ist, wie verändert sich der Moment ständig im Hier und Jetzt und warum. Und dann wirst du mitkriegen, dass ein Großteil von dem, was du jetzt als Informationen erlebst, Reaktionen auf Reizauslösern sind. Ein Reizauslöser kann, mein Beispiel kann sein, dass ein Hauch von einem Gefühl, ich nenne mal dieses Gefühl Hunger, in dir auftaucht. Und dann denkst du dir, ich muss mir unbedingt ein Brot machen. Ich sage dir jetzt, das Brot kannst du dir nicht machen, das musst du sein. Rot. Ja. Weil du doch die 200 Gramm rote Ja. Nudel bist. Ja. In dieser Märchengeschichte bin ich ja nicht umsonst in Bethlehem, im Haus des Beeres, geboren worden. Das ist im Innersten, in diesem Haus, in Bethlehem, da wohnt Gott, nicht in irgendwelchen ausgedachten Steinhäusern. Schön. Und was Religion anmacht, wenn du das siehst, der katholische Kirche hat der Bezi heute Morgen ja noch mit reingestellt, über das Zinsgesetz, da gehe ich ja gar nicht mehr drauf eingehen. Ja. Mit der Vatikanbank und so weiter und so fort, Ja, welche Firmen, die beteiligt sind, ich könnte jetzt das negativ ausdrücken und sagen, es ist einfach nur widerlich. Und geistlos müssen eine sein, die sich an sowas hängen, oder egal in welche Glaubenssysteme. kann man Komme ich austauschen. immer wieder nochmal zur Jesus-Geschichte, dass natürlich auch jedes Leben immer gewisse Phasen von Entwicklungen hat. Ihr wisst, ich habe so oft gesagt, wir gehen einmal in die Jesus-Geschichte. Ein Jesus, der Kranke heilt, hat noch nichts verstanden. Der ist mit was nicht einverstanden. Er ist ein blindes Arschloch. Einer, der Tote zum Leben erweckt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Er hat seine eigenen Worte noch nicht verstanden. Ich habe da schon noch einige tausend Jahre gebraucht, bis ich das wirklich gecheckt habe. Der die Geldwechsler vom Tempel rausschmeißt, das sind doch alles Feindbilder, die hier gepredigt werden. Stimmt. Bis dann einmal der Punkt kommt, warum? Und dann kommt dieses Einverstandensein. Ich bin oft darauf eingegangen, einfach einverstanden sein. Er gibt des Kaisers, was des Kaisers ist am Schluss. Wunderschön zu sehen im Life of Brian. Das ist kein Aufwiegler. Das sind die um ihn herum.
Aber die um ihn herum, wenn du der Mittelpunkt bist, die wissen sowieso nichts, das sind eh bloß Gedanken. Werden. Über die musst du dann nicht so lange Gedanken machen. Mhm. Die Eigenart besteht ja darin, dass ich immer wieder sage, solange du was bekämpfst, denkst du an das, was du bekämpfst. Ja. Solange du was nicht haben willst, existiert das, was du nicht haben willst. Das wirkliche Loslassen ist, dass du zuerst einmal es fertig bringst, dann Fokus auf was ganz was anderes zu legen. Wenn du das jetzt aber aufgrund dessen machst, dass du sagst, wenn ich mir was anderes denke, löst sich das ja auf, bist du im Kaufmannsdenken und dann kommst du nicht ja. raus. Ja, genau. Ja, so sehr subtil. Gut ausgedacht. Muss ohne Motivation passieren, weil alles, was mit Motivation passiert, ist immer ein Anstreben von einem einseitigen Ziel. Ja. Ja. Und dann kommst du in dieses unbewusste, symbolisch-chronologische ja. Denken. Ja. Chronologisch denken ist eine chronische Krankheit. Mhm. Ist man nicht so leicht los. Mhm. Das ist eigentlich die chronische Krankheit schlechthin, dieses chronologische Denken. Ja, passt das. Immer hier und jetzt denken, ist das, was ist. Super. Passt, gell. Und dann kommen wir so in einen Zustand, der gibt es ganz schwer zum Ausdrücken. Man kann sich von jedem neuen Moment überraschen lassen. Was eigentlich aber keine Überraschung ist, wenn ich einmal gedickt habe, wie ich funktioniere. Du bist nicht mehr überrascht, dass du auf dieses oder jenes Bild mit deinem Intellekt, mit deinem Schwamminhalt so oder so reagierst. Du bist nicht mehr überrascht, plötzlich überhaupt nicht mehr überrascht, wenn du dich losgelöst hast, dass eben der Intellekt auf das Bild so reagiert und auf das Bild so reagiert. Mhm. Und das wird dir jetzt bewusst, ohne das zu bewerten. Mhm. Und mit dieser Bewusstwerdung löst sich der Intellekt auf. Mhm. Das ist die Sache, wo du mehr oder weniger dein Haar durchschaut hast und jetzt nach mehr gierst. Auch das Wort Gier, nach etwas gieren, die Gier kann auch was Positives sein. Beginnt übrigens schon mit GI. GI, das Tal. Und das Tal ist der immer seiende Gott, wenn wir das rote Tal vorne wegsetzen. Ja. Es ist ja das Schöne, immer wieder das Umwandeln. Wir können ja das vielfältig anders aufsetzen, aber das ist einmal so, das ist kein Gehirnintellekt, sondern das ist der Geist Gottes. Ja, schön, schön, schön. Und der Geist Gottes, der springt, hast du mal in Geistesfunken, die als Ding an sich genauso viel sind wie Gott selber, nämlich nichts. Das ist jetzt der, der sich selber ganz bewusst als ein Träumer in den Geist setzt. Wer will denn nicht sein? Mache ich mich zu etwas. Aber das ist eine augenblickliche Erscheinung, Ed. Das ist Zeit. Ed, Zeit, genau. Gibt es eine zeitlose Zeit? Und du wirst merken, die Antworten, solche Antworten, wenn du dir stellst, das war Kategorie 2 Frage. Normalerweise erwartet man das Ja oder das Nein. Ja. Das, wenn das einmal begriffen ist, stellt sich das überhaupt nicht mehr. Das taucht erst gar nicht mehr in dir auf, weil das so, die führen dich ja nicht weiter. Die halten dich bloß auf dieser Ebene fest. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Super. Gut. Dann sage ich immer wieder, wenn man was äußert, sollte man eigentlich immer unterstützend äußern. Das ist auch so, es bleibt immer wieder eine Interpretation, aber was letztendlich ist, es ist einfach nur Information. Das ist das Überchat. Wenn ich immer wieder sage, egal an was du jetzt denkst, ob du an einen Menschen denkst, ist schon wieder das Wort Mensch, ist ja schon eine Kollektion. An einen Körper denkst, an einen Stein denkst, habe ich das letzte Mal gesagt, an einen Baum, an eine Katze. Ob du dem Ding einen bestimmten Namen gibst oder das bloß Gedanken nennst. Es ist ja nur ein Gedanke. Der Gedanke, das Wort Gedanke ist ein Überbegriff, da ist ja alles drin, was du denkst. Das ist eigentlich ein neutrales Chat. Das ist wie wenn ich sage, Wetter, was denkst du, wenn du an Wetter denkst? Da ist noch kein Bild. Wir fassen das halt einmal als Gedanke. Das kann ich auch Information nennen. Und die ändert sich ständig. Ja. Aber wieso machst du dann so viel Geschiss drum um diese Gedanken? Die einen willst du haben, die anderen willst du nicht haben, die anderen willst du möglichst lange am Leben erhalten. Das ist doch das Spiel, das du mit dir selber spielst, was aus dieser Perspektive aus gesehen doch so
also vollkommen geistlose Aktionen sind. Wenn du wirklich weißt, was der Gedanke ist. Es ist irgendeine momentane Form von dir selbst, die mit dem nächsten Gedanken sich ständig verändert. Und das Chat ist einfach nur das Wort Gedanken. Dem Geist danken. Für jeden neuen Gedanken, der in dir auftaucht. Danke. Ja. Übrigens beginnt dieser Geist, dieser Wort Gedanke mit GD, das ist Gott. Der Geist, aus dem das herkommt, ist der Geist, der geschlossen ist, und das ist das hebräische Wort für Jupiter. Also zapf deine Jupiter-Energien an, die sich in dir befinden, werden die Astrologen sagen. Der spielt hier 2020 relativ oft hier mit eine Rolle. Sage ich jetzt zu den Astrologen. Es sind immer wieder Phasen mit extremer Jupiter-Energie. Aber dieses Astrale, Astruo, dieses nicht nach außen gestreute. Immer wieder auch, wenn ich sage, das Wort Stern als Ding an sich, wenn du nachschaust. Stern kommt von starr, von unbeweglich, feststehend. Da bewegt sich nichts um dich herum. Ist alles, was sich um dich herum dreht, ist ausgedacht. Und es existiert nur hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du dir das ausdenkst. Aber niemals da außen. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Fällt jetzt gerade so spontan ein, wo ich dann immer wieder sage, diese 10 Gebote, und dann frage ich mich, wieso eigentlich die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden, der Vatikan, in der Nähe von Vatikanstadt eine vatikanische Sternwarte hat. Es ist, irgendwann kann man bloß noch lachen, das ist ein Witz, das ist ein so knallhart. Jetzt nicht versuchen, das irgendein Gedanken von dir zu erklären. Du musst es verstehen. Ja. Man hat immer wieder den Zwang, noch Gedanken was erklären zu wollen. Darum muss ich auch immer tausendmal dazu sagen, ich erkläre es den, der denkt. Der sich alles ausdenkt. Ja. Auch den Udo, die Fennings, sich selbst, egal was. Du wirst jetzt feststellen, das ist doch das Einfachste der Welt, es zu erkennen. Wenn ich jetzt sage, ich bin der oder der, es spielt keine Rolle, wer ich zu sein glaube. Was bin ich selbst? Was bin ich, wenn ich nicht an den denke, der ich zu sein glaube? Ja. Habe ich mich im Laufe meines jetzt zurückgedachten Lebens, das ist ja nur, an was denke ich, wenn ich an mein Leben jetzt denke? Das ist ein Chat von mir. Dann muss ich mich wieder reinfokussieren, wie in das Buch, auf irgendeiner Seite, auf irgendwas, dass irgendwie überhaupt Bilder auftauchen, dass da Informationen auftauchen. Habe ich mich, der das erlebt hat, habe ich mich selbst verändert oder nur meine Gedanken? Es verändern sich doch ständig immer nur meine Gedanken, die verändern sich aber immer hier und jetzt. Darüber lasse ich viele, viele Figuren in dir auftauchen oder Schriftstücke, wo das ansatzweise erklärt wird von Meistern, von Esoterikern. Aber so brutal, wie ich jetzt das als Brüssel-Uder mitteile, sagt dir das keiner. Nein. Das fühlt sich bloß ein in so ein Gewabere von Esoterik in diesem Innern, was das eigentliche Problem ist. Der Materialismus, der wird dabei nicht angegriffen, obwohl er angegriffen wird. Das steht sehr wohl im Hintergrund der Worte dieser Erleuchtung, die man ausdenkt. Das ist das, was du mit 100% meinst, sich dann irgendeinen indischen Namen geben oder so, um wieder was Besonderes sein zu wollen. Ja. Das Hauptlauf, es sind das, was sie letzten Endes sind, es sind Gedanken, die von dir gedacht werden. Es sind deine Informationen, wenn solche in dir auftauchen sollten. Und ich sage dir jetzt, was in dir auftaucht, eine Information von dir, wird es niemals verstehen oder kann das verstehen oder verstanden haben. Du musst es verstehen. Du dir die jetzt ausdenkst, auch den Udo. Bist du schon ich, gell? Ihr kennt mich schon lange genug, dass ich immer wieder sage, es ist immer um den gegangen, der mich ausdenkt. Ja, absolut. Und den muss ich nicht verändern, der verändert sich eh von selber, aber so wie er selber sich denkt. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Aber was passiert, wenn du mit aller Gewalt eine neue Logik, die zwangsläufig deiner Logik jetzt zu widersprechen scheint, wenn du die ablehnst und bekämpfst? Okay. Dann drehst du halt bis in alle Ewigkeit die Runde, bis in alle Ewigkeit
leiden, bis du dich nach einer besseren Logik umsetzt. Und besser meine ich jetzt vollkommener. Ja. Mhm. Ja. Wir haben ja immer wieder eine Trinität. So wie ich immer wieder sage, gut besteht aus gut und schlecht, so wie der Tag aus Tag und Nacht besteht. Das Rotgeschriebene besser. Mhm. Ein Polaritätenesser musst du werden. Ja, gut, richtig. Schön. Schön. Sagt es alles. Gell? Das passt, man ist auch im Weg. Mhm. Das passiert in der Regel erst immer am Ende eines Buches. Ja. Schau, wenn wir jetzt zurückgehen, Peter, die ersten, wo du dabei warst, du kannst ja jetzt, du magst es ja, wenn du die alten, die Gespräche vor 20, 22 Jahren dir anhörst und du wirst jetzt plötzlich feststellen, ich habe nichts anderes erzählt. Ja, das ist es. Da ja. Muss ich eigentlich fragen, wie taub ist man eigentlich, dass man das nicht versteht? Das braucht alles seine Zeit. Ja. Da hat jetzt der Volker so schön rein, dass er hier jetzt Wiedergeburt in Jahwe gelesen hat. Er sagt, das steht auf den ersten Seiten, das ist perfekt beschrieben. Ja. Nein. Das hast du hier und jetzt gedacht, vor vielen Jahren schon gelesen. Ja. Man liest das, das ist, man ist sich nicht bewusst, was in den Ohrenbarungen eigentlich mitgeteilt wird. Die wirkliche Tiefe. Ne? Weil im Wertesystem immer noch dieses materialistische, einseitige Denken wird oder dieses einseitige Glaubenssystem, in dem man drin hängt. Ja, stimmt. Man lebt in den eigenen Wahnvorstellungen, in der eigenen Schizophrenie. Ja. Den, mit Halluzinationen, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, die ausgedachten Menschen, die sehen laufend Sachen, die sie überhaupt nicht sehen. Ja. Beobachte dich doch, wenn du fernschaust. Beobachte dich, wenn du eine Zeitung liest. Du sollst es nicht bewerten, du sollst einfach schauen, was du aus diesen Farbspritzen, aus diesen Zeichen für Vorstellungen generierst. Und jetzt schau wieder in dich rein und mach dir bewusst, inwieweit glaubst du noch, dass du mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun hast. Schau mal, nur dieser Satz alleine schmeißt alles, was du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang geglaubt hast, über den Haufen. Ja. 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 Wirklich. Inwieweit tickst du noch so? Inwieweit wirkt es noch in dir? Dessen musst du dir bewusst werden. Du wirst erschüttert sein. Das sind immer Lichtblicke, wenn man jetzt hier so ein Selbstgespräch hört, weil ich dich ja immer wieder wirklich in das Jetzt zurückhole. Ich merke das so oft in Gesprächen, da muss bloß das Handy klingeln oder die Haustürglocken klingeln und es ist alles wieder weg, oh, mein Paket kommt. Da kommt von außen kommt überhaupt nichts. Ich kann das durchaus alles laufen lassen, aber bewusst ist jeden Moment dieser wirklich ewige Geist, der ewig ist, bewusst im Hintergrund oder fällst du wieder in diese Einseitigkeiten rein? Ja, da haben wir jetzt gesagt. Den Zustand, die wirkliche Meditation, habe ich gesagt, ist nicht, wenn du dich einmal ein Stündchen oder zwei hinsetzt, in einen Schneidersitz, ein Räucherstäbchen anzündest und umschreist. Dich in die Stille meditierst. Ich habe eine Satori gehabt. Die, die man uns jetzt denken, sind schon wieder nur Gedanken. Das musst du dir bewusst werden. Ja. Ja. Es ist ein Prozess, der immer während jeden Moment verstanden sein muss. Mhm. Und das steckt alles in dieser 200 Gramm rote Niete drin. Wunderbar. Und ist so einfach, so einfach. Wahnsinn. So einfach, ja. Wahnsinn, so einfach, genau. Oh, ja. So schaut es aus. Ja, mein Gott. Ja. Schau. Aha. Aho. Aho. Du hast wieder was Schönes geschrieben, Kleines. Ach, ich mache jetzt 1000 Schriften. Weißt du, was ich für eine Liste habe? Ich mache alles, was Andrea jetzt schreiben durfte. Ja. Tausende arbeite ich jetzt alle nochmal durch. 1000 Seiten. Das ist ja gerade immer das Selbstgeschriebene nochmal lesen, ist hochinteressant, weil dann ist man entsetzt, wenn man jetzt das auf so einem Film bekommt. Ist wichtig, es ist ja, jedes Leben ist ja anders. Dass du dann wirklich mitkriegst, Mensch, was habe ich da eigentlich geschrieben? Habe ich das damals verstanden, wie ich es geschrieben habe? Und man muss sich eingestehen, wenn sowas passiert, du wirst mit was konfrontiert, mal wegen mit einem Selbstgespräch, dann setzt dich hin, dann gehst du dann nochmal durch, machst dir deine Gedanken dazu und
Jahre später jetzt auf einige Seiten weiterhin schaust du in die alten Schriften rein und du musst dir eingestehen, dass du damals vollkommen geglaubt hast, du hast es verstanden und plötzlich siehst du wieder Aspekte, die dir überhaupt nicht aufgefallen sind. Ja. Weil jetzt dieses Chatting kommt, du denkst in einen höheren Komplex. Es ist unglaublich, was du da, was ich schon, also vor 10 Jahren, das sind ja schon 10 Jahre zurück angefangen, also jetzt als Andrea, das ist unglaublich. Und jetzt schau mal das Leben und jetzt geh mal auf die andere Ebene und geh mal, was du in der Zeit gelebt hast und wie du dich als Brösel in dem Leben verhalten hast, das dann so neben dem steht, was du selber geschrieben hast. So. Das Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Brösel ist Brösel. Und die Selbsterkenntnis beginnt, indem ich nicht nur nachplappe, ich bin ja bloß Geist, ich bin ja ewig, sondern indem man das wirklich versteht. Ja. Weil wenn man sagt, wir sind ja alle bloß Geist, wir sind ja ewig, denke ich schon wieder an einen ausgedachten Geist, der wir sind. Mhm. Du musst wirklich verstanden haben, dass du was bist, was gedacht werden kann. Ja. Und das wiederum kann man nur, wenn man das auch ist. Ja. Ja. Die Hoffnung, dass irgendein Gedanke, irgendein anderer das verstehen könnte, ist der größte Trugschluss. Mhm. Es gibt nichts zu retten. Mhm. In Bezug auf Informationen. Du kannst Informationen nicht retten. Kannst du nicht. Und es macht da gar keinen Sinn. Die gehen alle dahin, wo sie herkommen. Mhm. Und da gibt es auch keine Moral in Bezug auf Informationen. Die Moral, all die Wertungen entstehen durch das Wertesystem von dem, der sich für sich selber in Maßsetzung seines Schwamminhaltsbildes erschafft. Ich könnte jetzt sagen, der Computer moralisiert und interpretiert nicht die Bilder, die er schafft. Ja. Er macht das, was das Programm ihm vorschreibt. Mhm. Ihm selber ist es scheißegal. Ja. Scheiße ist übrigens Exkremente und egal heißt Exgal. Herausgetretene Wellen. Ja, genau. Mhm. Darum geht's. Das ist, wenn ich mir jetzt Andrea ausdenke hin mit dem Bücherregal, das ist alles zeitlose Zeit. Genau, alles in mir. Und jetzt, wenn du anrastest, das ist all die ganzen Worte, sind alle gleichzeitig da, wenn man das vor Augen hat. Alle Bücher sind gleichzeitig da. Ja. Wie entsteht Zeit? Ja. Das ist eine große Erkenntnis und alles immer nur in dem Bewusstsein. Ich was aufschlage. Man blättert eigentlich immer bloß in sich selber. Ja. Und die Blätter sind wie das Laub am Baum. Genau. Der Baum ist ja jetzt. 70, 90 ist eine augenblickliche Erscheinung. Das übrigens dann führt dich dann zwangsläufig zu 160. Immer daran denken, die Nullen kann man wegmachen, sind die 16 Perspektiven auf der 100er Ebene. Mhm. Affinität. Ja. Ja. Die 16, um die du rumkreist. So ist es. Du musst aber eine Fantasie haben. Ja. Eine Fantasie, die dich in deine eigene Ewigkeit führt. Ja. Dann musst du dein eigenes Selbst bemühen, das erzählt dir das nämlich. Und die Blätter wandern zu Laub. Mhm. Das Licht wird die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Es fällt dann ab. Aber nicht von dem Baum, sondern von dem heiligen Ganzen hinein in die Welt. Und dort vergehen sie wieder. Ist, glaube ich, in irgendeinem der drei ersten Selbstgespräche so ein schönes Gedicht drin. Im Erwachen, glaube ich, sind die Gedichte. Ich war langsam vergesslich und senil. Ohne was zu vergessen. Das ist das Chatting. Ich immer wieder sagt, du wirst irgendwann einmal merken, Schnickschnack-Geschichten sind des Merkens nicht würdig. Nee. Wenn das Wesentliche verstanden ist. Ja. Die Prinzipien. Darum ist immer der Segen der Vergessenheit am Schluss. Ja. Da kommt der Friede. Weil das wühlt dann ja bloß auf. Ja. Fühlen heißt sich selbst aufwühlen. Oder auffüllen. Mit dem Inhalt fühlst du dich. Mella. Ja. M-L-A. M-L-A. Die schreibt über eine Lichtschöpfung, ist immer die Fülle auf Hebräisch. Und das ML am Anfang ist ja hier gegenüberliegend und beschnitten. Beschnitten, genau. Das ist über mir, das macht es aus. Ja.
immer daran denken, an meinen Schlüssel und an das Schlüsselloch, an den Code und an die Grundmetapher. Die Grundmetaphern, wo ich sage, die Gedankenwellen, dieses Symbol, mit dem das immer ist, oder der Computer mit Programm und Bildern, wenn man die mal installiert hat, dann erst macht dieser Code einen Sinn. Ja. Mit beiden kann man das dann zusammennähen. Ja. Karib vom Korban, das Opfer. Korban-Opfer, genau. Dann wird Welt ein ständig wechselndes Brandopfer, der polare Rand. Ja. Und die sind alle so gescheit. Und warum sind die Menschen in einer Welt so gescheit? Weil du sie dir so ausdenkst. Genau. Weißt du, diese ganzen Beweise, wo sie ziehen, wenn eine irgendwelche Zahlen rezitieren, darum muss man das sich immer wieder bewusst machen. Was machen die eigentlich? Viel wichtiger ist, was machst du selber? Was habe ich gerade gesagt? Beobachte dich dabei, wenn du irgendwie Nachrichten schaust, am Computer sitzt, oder machen wir es einmal einfacher, eine Zeitung liest. Was ist da? Fetzen Papier mit Farbe drauf. Ein Monitor mit gewissen Worten. Und jetzt beobachte dich, was du aus den Worten machst. Und dann liest du, dass da so und so viel Stickstoff und das so und so ist und das Atom so und so schwer ist. Und sich dieses Objekt mit zehnfacher, elffacher Liftgeschwindigkeit bewegt, mein Professor Lesch, wo ich angesprochen habe im letzten Video, er klotzt auf dem Monitor, mein Gassner, das ist ein Photon. Das ist ein Photon im Fluch. Die haben das in Japan gefilmt. Lass das auf dich wirken. Ich sage jetzt ganz einfach, das sind doch das, was wir uns jetzt ausdenken, sind doch bloß Spiegelbilder von dir selbst. Zumindest von einem alten Selbst, von einem blauen Selbst. Ja. Es ist doch nur die Dummheit, deine eigene Dummheit, die du um dich rumspielst. Genau. Das ist, was hundertprozentig sicher ist. Das sind Wahnsinnige. Die religiösen Menschen, die religiösen Fanatiker sind Wahnsinnige, die politischen Fanatiker sind Wahnsinnige. Ich werde es einmal neutralisieren. Ich sage, es sind Gedanken. Das sind doch jetzt alles nur Gedanken. Das sind jetzt in diesem Moment hundertprozentig sicher nur Gedanken, die von dir ausgedacht werden aufgrund der Worte, die jetzt in dir auftauchen. Ja. Meine Worte sind ein Reizauslöser, die Vorstellungen in dir erschaffen. Du kannst aber aus denselben Worten ganz andere Bilder generieren. Das ist Solo Feeling. Ja. Das ist übrigens jetzt die Antwort gerade zu dem Trick, du musst einfach deinen Fokus verlochen, wenn du was loshaben willst. Nicht versuchen, hier von hier nach hier zu wechseln, sondern du machst letztendlich aus dem Moment, der jetzt auch sinnlich wahrgenommen vor dir liegt, machst du Worte und du veränderst den Sinn der Worte. Mhm. Dann verändert sich deine Information. Das macht ja die Frage. Das ist ein riesen Heilungsprozess. Auftaucht in dir. Ja. Wo ich zum Beispiel sage, was soll mir das sagen, was die Leute jetzt Krankheiten definieren? Mach mal, wenn wir ältere Männer sind, Prostata. Muss man 10-mal nachts raus. Die Prostata hat sich vergrößert. Jetzt kann ich das Wort Prostata nehmen und ich kann mir jetzt mal das allgemein machen. Was sagt jetzt die Schulmedizin? Das ist ja auch eine Sichtweise, die wichtig ist, aber nur ein bisschen. Und was soll mir das sagen? Das heißt mal, es wird als Krankheit definiert, weil es ja nicht normal ist, in Bezug auf junge Menschen. Aber dann ist Grauwerden und Falten ist auch eine Krankheit. Es wird ja auch bekämpft. Dafür haben wir ja hier Schönheitschirurgen und Friseure, die Haare färben. Man will wieder irgendwas nicht haben, aber wenn ich jetzt sage, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt habe? Gut, ich muss nachts öfter raus. Offensichtlich will mich jemand nicht schlafen lassen, er will, dass ich wach bleibe. Passiert nur bei älteren Männern. Das sind nämlich die Einzigen, die immer wach sein können. Ich habe jetzt nur eine Möglichkeit gemacht. Ja. Ist übrigens hochinteressant, dass tagsüber geht, ist ein relativ gutes Pingeln. Es ist bloß nachts, sobald du dich hinlegst. Ja. Stimmt. Aber das musst du dann sofort untersuchen lassen, zum Arzt gehen, der kann da was dagegen machen. Da fällt mir jetzt ganz spontan, muss ich eine Geschichte erzählen, raumzeitlich in Bezug auf Prostata, war ein Bericht in Klo-Zeitung von der Marion. Und da hat sie sich so aufgeregt, weil da einer hier gejammert hat, er ist zum Arzt gegangen, welcher am Prostata fehle. Also kein Witz, sondern mit die, oder in der Apothekerzeitung war das. Und dann hat er was machen lassen und das hat natürlich wie meistens nicht hinkaut, soll ja sehr oft nicht richtig hinhauen. Und er sagt, weil er immer, seit er jetzt
dieses Abständlern hat und die den ausgeschabt haben, kann er praktisch den Urin nicht mehr halten. Er pinkelt in die Hosen. Und wo die Marin sich darüber aufgeregt hat, weil er dann gesagt hat, damit könnte er ja leben, aber er ist auch, seitdem er das machen kann, hat, ist er impotent. Und das zwickt. Dann sagt die Marin, was ist denn das für ein Dieb? Er hat kein Problem, dass er in die Hosen pinkelt, aber ein Riesenproblem, dass er keinen Sex mehr hat. Unglaublich. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja. Ja. Aber jeden Tierchen sein Pläsierchen, sagen wir Geist. Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Und das Tierchen immer das Tier, die ist dein Intellekt, das intellektuelle Wissen, dein Abi. Oh, ja. Das blaue Arni. Das ist immer wieder, du hast nur einen einzigen Feind und das ist das Ego. Das Ego beginnt damit, dass du sagst, ich bin der oder der. Die erste große Falle ist, dass dieses Ego dich zu einem sterblichen Säugetier macht und dann versucht, diesen Gedanken am Leben zu halten, möglichst lange. Mhm. Die Haut, in der du steckst, das haben wir doch gerade gehabt. Mhm. Das Leder, auseinandergeschmissene Generation. Das ist eigentlich die Hülle, die dich einhüllt, das Blut, Belud, in einer Hülle stecken. Mhm. Der Lot in der Bibel. Mhm. Der aus Sodom und Gomorra rausgeht und die Frau bleibt stehen und schaut zurück. Ja. Und muss deine Frau zurücklassen, wenn du wach wirst. Ja. Das haben wir ja heute Morgen nochmal reingestellt. Ja. Die Asche. Die Asche. Dieses kleine Bittchen, wo ich reingestellt habe. Ja. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja. Staub haben wir übrigens wieder unser SDAOB. Mhm. Mhm. Ja. Die Beschwörungskunst. Mhm. Da musst du irgendwann nochmal, was kann ich eigentlich alles beschwören? Die Antwort ist ganz einfach. Das, was du beschwören kannst, das, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast, jetzt normal materiell gesprochen. Alles, was du vom Hörensagen kennst, was du gelesen hast, was man dir, was irgendwelche Tierchen in deinem Traum dir erzählt haben, das kannst du rezitieren. Mhm. Aber die Vorstellungen, die diese Worte in dir auslösen, die kannst du nicht beschwören, weil du die ja nicht mit eigenen Augen gesehen hast. Aber du verwirklichst das alles. Mhm. Und dann natürlich jetzt viele Schwätze in dir auftauchen, die sich zu widersprechen scheinen, was sie ja auch dann tun, Hängel ist rechts, Hängel ist links, zwing dich wiederum, dein Ego nur eine Seite davon als richtig anzusehen. Mhm. Dann hast du immer wieder dieses Prinzip in dem Zweierrhythmus. Wo zwei sind, sind vier, wo vier sind, sind acht. Und jetzt spreche ich nochmal kurz an hier meinen Darwinismus, die Widerlegung des Darwinismus rein durch Zellen. Wenn wir die Generationen zurückgehen, wo ja in der Vergangenheit nie was war, wo ich sage, dass du jetzt existierst, müssen vor so und so vielen Jahren mindestens zwei gelebt haben. Mindestens. Ich sage, da waren natürlich jetzt gedachterweise viel mehr da, aber für dich sind diese zwei wichtig gewesen, sonst wird es dich mit deiner Logik jetzt konstruiert ja nicht geben. Dein Vater und deine Mutter. Und jetzt von deinem Vater aus gesehen, wenn wir wieder Generationen zurückgehen, muss es dann hier, meine Beispiele mit den lächerlichen 25 Jahren, muss es dann vor 50 Jahren mindestens vier gegeben haben. Und wie gesagt, nach 40 Generationen sind es 1000 Jahre, sind wir bei 1,2 Billionen Menschen. Da stimmt irgendwas nicht. Und wenn man das jetzt wirklich durchrechnet, ich habe das mit so vielen Menschen gemacht, die nur versuchen, mit dem Ego ihr altes System am Leben zu halten. Es ist arithmetisch, es ist komplett widerlegt. So wie man ganz klar beweisen kann, dass zwei Sachen, die auseinander sind, in der Art zu denken, sich das niemals berühren kann. Arithmetisch. Mhm. Jetzt drehen wir das einmal. Wir sagen, du bist der Erste. Dann musst du aus dem Ersten, das Erste, was du magst, ist die erste Gedanken, dann musst du zwei erzeugen, weil man einen Unterschied braucht. Genau. Mhm. Sobald du aber zwei erzeugst, sind dann aus den zwei, kommen ja nochmal zwei, wenn du das magst. Und jetzt baut sich das 2, 4, 6, 8 unser Schachbrett-System. Es explodiert. Ja. Was noch viel krasser ist, ist, dass wenn du mal die Chaos-Mathematik dich beschäftigst, das Schmetterlingsphänomen, wie das im Hintergrund arithmetisch aussieht. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder in Fachgebieten, die
uns überhaupt nicht interessieren müssen. Fach, immer dran denken, Fach ist F ist gleich P, PH, Fach ist die Falle. Ja, der Rat ist der Fallensteller. Ist auch Vogel, das ist auch eine Vogelfalle, steckt da mit drin. Aber das ist die Symbolik, kannst spielen, wenn du die Reife hast, spiel damit, wenn du sie nicht hast, konzentriere dich lieber drauf, was du zurzeit glaubst. Ja. Bleib in dem Bereich, wo du kein intellektuelles Wissen benötigst, sondern wo du Bewusstsein sein musst. Ja. Und immer, immer das Spiel möglichst oft in deinem normalen Alltag dir anzugewöhnen, schau in dich rein, was du glaubst. Hol, mach dir deinen Glauben bewusst, der noch in dir wirkt. Mhm. Nichts verändern wollen, nicht bewerten, sondern dir nur bewusst machen. Ja. Wenn es klingelt. Ja. Wo kommt jetzt das her? Ja, vom Telefon. So ist logisch, ist aber nicht geistreich. Das Telefon kommt vom Klingeln. Die Vögel, die du denkst, die tauchen in dir auf, weil es gezwitschert hat. Das Geräusch Zwitscher erschafft, du erschaffst mit diesem Geräusch, mit diesem Wort, einen Vogel oder Auto oder Telefon. Kausalität umdrehen. Mhm. Ursache und Wirkung umdrehen. Das ist geistreiches Denken. Ja. Das machst du ganz normal in deinem Alltag, auch wenn es geht. Ja, wenn sich alles auf dir kommt. Bewusst zu machen, hol dich ins ewige Hier und Jetzt. Ja. Ist ja das ewige Hier und Jetzt. Und darum ist das Leben, das du lebst, der Traum ist maßgeschneidert, glaub es mir. Und wenn du jetzt all die Sachen vor 22 Jahren, 25 Jahren hast du auch immer gesagt, was habe ich zu lernen, sagst du mal, mich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Schau mal, jetzt kriegen wir ein großes Familientreffen. Was ist denn das? Schau her. Bitte runter. Jetzt haben wir es. Tobi. Hallo. Hallo. Jetzt kriege ich die Altvorderin, kriege ich jetzt, sag ich mal. Und das ist die Altvorderin, die alten Holofilinghasen, die ältesten. Sauber. Wir nehmen das als Kompliment. Ja, das sind die Urgesteine im Holofeeling, wo man jetzt da sitzen sieht. Genau. Toni, was macht Toni sein Körper? So wie es jetzt ist, ist er, muss ich sagen, angenehm, aber. Okay. Na, der Rücken, wenn ich länger sitze und es wird hinten warm, weißt, dann fängt es einfach zum Wetter an. Es ist einfach wie das Wetter. Immer dran denken, das ist wie das Wetter. Ich erlege mich im Arschgefühl. Ja. Es passt. Ich habe das aufgemacht, ich bin gerade nochmal darauf eingegangen, was Krankheiten anbelangt. Das ist, du kannst wirklich einen Zustand kriegen, wenn du beobachtest und nicht mehr werdest, hast du dich darüber erhoben. Und Kampf nützt nichts, aber da fange ich nicht nochmal an. Genau. Ja. Man muss es, nehme dein Kreuz auf dich, im wahrsten Sinne des Wortes, Toni. Genau. Und die Würde, die ich dir aufgetragen habe, ist sehr leicht zu tragen, glaub es mir. Holz. So ist. Durch genügend Beispiele. Das Schlimmste, was du machen kannst, dagegen anzukämpfen. Genau. Egal, was man macht. Lass es einfach. Ich habe dir den Tipp gegeben bei mir, ich hatte ja auch als Udo jetzt morgens, ich muss immer wieder sagen, wir reden jetzt auf der Bröselebene, dass ich morgens geht es mir genauso, aber nur morgens, wenn ich aufstehe. Ist jetzt aber ein besser geworden, aber komischerweise, wenn ich 5 Minuten auf bin, mittlerweile jetzt hier die letzten über Ostern mit der Marion, wir sind jeden Tag 12, 13 Kilometer gelaufen, ich bin 5-mal hintereinander Witzburg hochgelaufen, hinten wieder rum und habe nichts. Ich bin, ich sage mal, auf 100%. Super. Auch wenn ich daheim bin, nichts. Super. Also ich sage wieder, alter Stand wie vor 10, 15 Jahren. Aber morgens, wenn ich aus dem Bett rausgehe, oder ich lege mich mit der Marion unser Stündchen, wo wir uns hinlegen, nur die Stunde, wenn ich lege. Ich habe die Stunde, habe ich nichts, aber wenn ich dann aus dem Bett rausgehe, komme fast nicht aus dem Bett raus. Mhm. Also jetzt nicht, weil ich gelaufen bin, sondern das ist zur Zeit. Ich schmunzel, es ist einfach, muss man eben durch. Ist aber relativ schnell wieder weg, weil es mir am Arsch vorbeigeht. Das ist es. Und da gibt es natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten von deinem Programm abhängig. Aber die Medizin, wo ich dir gesagt habe, ich mache es Gegenteil. Das ist, was ich merke hier, das Belasten, wo man sagt, aber es ist immer schon ein Nicht-Haben-Wollen. Man will schon wieder Technik anwenden, um irgendwas loszukriegen. Genau. Da muss man sehr, sehr wach werden. Ja.
Ja. Und es geht nicht um die Figuren, es geht nicht um den, der du zu sein glaubst, und dem sein Kreuz oder sein Rücken oder was auch immer. Es geht um den Geist, der das erlebt. Was soll mir das jetzt sagen? Genau. Dass du lernst, mit allen einverstanden zu sein. Fordere dein Wille geschehe. So ist es. Ich fange jetzt nicht nochmal hier am Anfang die Geschichte, hier der junge Jesus. Du durchlebst ja in dem Leben viele Phasen, und ein Jesus, der Kranke heilt, hat nichts verstanden gehabt, weil er noch jung und dumm war, der die Toten zum Leben erweckt, hat nichts verstanden, lass die Toten, der hat seine eigenen Worte nicht verstanden. Mhm. Jetzt springe ich wieder zu Andrea, was du sagst, ich lese jetzt und arbeite meine alten Schriften, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, durch, und ich stelle fest, ich habe da so viele Sachen geschrieben, die ich selber nicht verstanden habe. Ja. Man glaubt, wenn man schreibt, man hat es verstanden. Ja. Das ist ja jetzt immer die Filme, wo ich immer wieder erwähne, wenn der Beetz jetzt die ersten noch die Ohrenbarungen, die 8, die sind ja für mich Kinderkram. Wenn er jetzt Auszüge reinstellt, wie unendlich präzise da ist, wenn man es wirklich verstanden hat, jeder Satz ist ein Hammerschlag, sagt die Diane. So ist es. Ich verweise nochmal auf den Folger heute Morgen, der hier sagt, Wiedergeburt in Jahwe, er sagt, die ersten Seiten lesen, mich hat es fast umgehaut. Ein Heuriger nach dem anderen. Da steht das komplette Holo-Feeling drin. Das, was wichtig ist. Ja. Darum wiederhole ich das ja immer in unterschiedlichen Variationen. Ja. Mhm. Oder wenn man das Requiem des Jahwe in aphoristischer Form, als Aphorismus, in ganz klaren Worten wirklich die Entwicklung des Geistes erklärt. Genau. Mhm. Praktisch im Klartext. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Stimmt. Das ist ja, wo ich da die eine Stelle jetzt hier im Zitieren, wo es dann zum Beispiel hast, wenn ich sage, wenn du nicht bereit bist, Frauen und Kinder zu verlassen, bist du meiner nicht wert. Ja. Das ist natürlich für normale Männer ist das ein totales Geschwätz. Ja. Aber ich sage, wenn er ficken geht, weil er irgendeine anmacht, da hat er kein Problem damit. Da kann er Frauen und Kinder verlassen. Man muss ja Prioritäten setzen. Für Gott wird er das nicht tun. Da ist die Belohnung zu wenig. Hat alle 16 Seiten. Das ist mal die 16, die wir wissen, wenn man das durchspielt. Darum ist das, man hört es immer und dann ist es irgendwie logisch. Aber das ist, du hast halt nur eine davon. Mhm. Und wenn die alle gleichzeitig da sind, hast du Chatdenken. Und dann bist du aber schon in der Heiligkeit. Ja. Mhm. Einmal anhören reicht da nicht. Ja. Und das ist jetzt dann auch wieder der Jesus. Darum kann ich das, wiederhole ich das immer wieder. Das sind Feindbilder. Der Jesus, der die Geldwechsler zum Tempel rausschmeißt, hat auch noch ein Feindbild. Da war ich noch in einer Lernphase. Ja. Das ist ein Lernprozess. Aber dann kommt der Punkt, da habe ich so oft in älteren Selbstgesprächen in Garten Gethsemane, wo ich erkläre, wir sind jetzt absolut einverstanden. Mhm. Ja. Wo der Petrus dann dem das Ohr abspricht und sagt, nein, Petrus, wir wollten noch einverstanden sein. Das war das letzte Mal, wo ich nicht einverstanden war. Weil Mike, ich erkläre noch, wir müssen einverstanden sein. Ja. Jetzt soll ich gefangen, werde ich gefangen genommen, die Soldaten kommen und mein Freund Petrus geht dazwischen und haut ihm das Ohr ab. Und ich sage, stopp, wir wollten noch einverstanden sein. Ja, das war ich in dem Moment nicht. Ich war schon wieder nicht einverstanden. Merkt ihr diese der Gleichzeitigkeit eines Widerspruchs? So ist es, ja. Ja, genau. Und seitdem ist das von mir, für mich vom Tisch. Mhm. Ja, ja. An dem arbeiten wir. Es bleibt dir nichts anderes übrig im Traum. Du kannst ihn nur anschauen und du wirst aber feststellen, es wächst, er ändert sich trotzdem. Die Menschen um dich herum ändern sich, wo ich sage, die Qualität, wenn man da den Fokus drauf hat, ändert sich langsam und es gibt keine Schutzzuweisungen mehr. Genau. Das ist auch so eine elementare Aussage, wie unendlich krank und geistlos bist du, wenn du dir Menschen ausdenkst und denen vorwirfst, dass sie so sind, wie sie sind. Sie sind so, wie sie von dir ausgedacht werden. Ja. Du musst es zigfach wiederholen. Mach dir bewusst, was ich dir jetzt sage. Wir bleiben nur im Bereich der Gedanken. Ich sage immer noch dazu, die sinnlich wahrgenommenen Informationen sind genauso Informationen, bloß da sind halt wirklich noch die 4 Stufen der Vergessenheit gewaltig mit rein. Mhm. Aber wenn du nur im Bereich der Gedanken bleibst, egal wenn du eine Zeitung liest, du machst aus den Worten, machst du Vorstellungen in deinem Kopf, die du dir ausdenkst, um dich herum verstreust und wirfst diesen Sachen vor, dass sie schlimm sind, dass sie böse sind. Die sind so, wie sie von dir gedacht werden. Die Ursache sind einfach ganz unschuldige kleine Schriftzeichen. Ja. Genau.
Und schon diese Aussagen, wenn du jetzt in deiner Traumwelt als Brösel unter Brösel versuchst, das hochintellektuellen Menschen zu erklären, wirst du angeschaut, als wenn du ein Wahnsinniger wärst. Ja, ja. Wobei die dann vollkommen recht haben, weil du bloß das Spiegelbild für dich selber bist, in ihrer Interpretation. Ja, ja, ja. Mhm. Ist in Eimena, wo ich einmal mich hingestellt habe, einen Eimena-Vortrag, wo hier einer sagt, ich sage, ich bin nur ein Spiegel von dir. Ja. Egal, was du jetzt von mir glaubst, es ist dein Spiegelbild. Wenn ich ein Arschloch bin, bist du das Arschloch. Und wenn du sagst, der hat offensichtlich was verstanden, fängst du an, was zu verstehen. Ja. Mhm. Genau. Wenn du das ganz fest in dir installierst und dir das jeden Moment bewusst ist, wenn dir jeden Moment bewusst ist, was du aus Worten machst, aus diesen Worten jetzt, du könntest noch viel mehr aus den Worten machen, was dein Intellekt momentan in der Lage ist, draus zu machen. Das passiert mit Holofeeling. Ja, ja. Mhm. Genau. Ja. Ständiges Wiederholen. Okay. Shin und He. Ja. Und lerne. Mhm. Und das machen wir im Schlaf. Weil das unsere Gedanken sind. Ja. Mhm. Ja, für ja. Kann man nur Danke, Danke sagen. Ja, es wächst und gedeiht. Ja. Die Saat ist gesät. Man muss es nur geschehen lassen. Ja. Wenn du alles in dir geschehen lässt, dann bist du frei. Genau. Ja, ja. Irgendwo noch hier Reiz dran, das Reiben. Ja, genau. Mhm. Auch da haben wir viele Möglichkeiten. Die schlagen so viele Worte an, wenn du da spielst, damit du, ich kann immer nur sagen, du hast ein innerliches Dauergrinsen im Gesicht, wenn du mal anfängst, Vordersprache in der zu sehen. Man sieht es ja in Ansätzen und bete, wenn ich jetzt immer bringe. Auch nur ein Gedanke. Gedanken sind so, wie sie gedacht werden. Genau. Und da, wo ich immer sage, der war Vollpfosten. Und jetzt haben wir das und das war schon immer gleichzeitig. Genau. Sind eigentlich nur Werkzeuge. Es ist so ich habe da so meine Möglichkeiten, ob ich jetzt hier eine Andrea benutze, wenn sie was schreibt in einer einfachen Form oder Diana oder in Redo. Ich benutze die doch bloß. Ja. Das sind für mich bloß Kugelschreiber. Mhm. Für mich meine ich jetzt natürlich nicht den Udo. Auch der Udo ist für mich bloß ein Kugelschreiber. Genau. Der Jakob Lorber, nur ein Schreibstift. Ja. Aber alles Leben, die ich selber gelebt habe. Ja. In einer noch relativ unbewussten Form. Mhm. Ja. Es verfeinert sich immer mehr. Ja. Mhm. Und das ist jetzt das Verrückte, dass du irgendwann einmal checken musst, dass du derjenige bist, der sich das alles ausdenkt. Ja. Du bist der, an den sich meine Botschaft richtet, nicht an diese Pixelmännchen hier, die du dir jetzt ausdenkst, diese Figuren. Ja. Das sind vergängliche Erscheinungen. Mhm. Wenn man das nochmal verstanden hat, dass auch das, was man zu sein glaubt, was jetzt vom Computer sitzt, wenn man dran denkt, wenn man dran denkt. Ja, 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 eben. Jetzt kommt das Schöne, wo ich sage, jetzt denkst du an deinen Körper und jetzt frage ich dich, warte die letzte Stunde da, wo du das Video eingeschaltet hast. Jetzt gedacht, du hast das jetzt eingeschaltet und dann machst du diese letzte Stunde. Ja, genau. Und in dem Moment denkst du jetzt an deinen Körper und jetzt legt sich dieses Körpergefühl über diesen Gedanken die letzte Stunde drüber und somit erschaffst du das Gefühl, dass der die ganze Zeit da war. Ja. Ja. Der ist niemals, jetzt passt auf, die ganze Zeit ist ja immer. Alle Zeit. Aber dann ist er nicht da. Wenn er die ganze Zeit da ist, ist er nämlich rot geschrieben da. Wenn er aber nur einen Moment lang da ist, dann ist er wieder blau. Dann wird er zu einer geöffneten Schöpfung bzw. zu einem geöffneten Augenblick. 74, zu wissen. Du siehst immer nur Facetten deines Wissens. Ja. Und jede Facette, die du siehst, ist ein Bissen. Bissen ist Bissen. Ja. Das ist jetzt komischerweise unser 80-400. Eine gewusste Erscheinung ist ja Wissen, das heißt aber auch Rock. Ein Brocken, BR. Der Rock wiederum ist Fels, Fels zur Bornwährung. Rock ist das weibliche Kleid. Ja. Brocken. Mhm. Das ist die Vulva, die Scham, die weibliche Scham. Mhm. Aber Scham wiederum ist dort, ein geöffneter Ort. Mhm. Ja. Aber D als 4 gelesen und all D heißt, sind es 4 erweckte Erscheinungen. Mhm. Ja.
Okay. Ja, genau. Schön. Dort, D, Or, T, ja. Als 70, 200 sind vier erweckte Erscheinungen. Das führt dich jetzt zum D-Dreieck. Mhm. Das sind nämlich vier Spiegel. Genau. Jetzt sind wir wieder im Einheitskreis. Super. Ganz wenige Worte. Super. Wer hören kann, der höre. Wer das jetzt nachvollzieht, hat das Lächeln im Gesicht von die Donis und die Fettings und der Andrea. Und wer es nicht nachvollziehen kann, hat Fragezeichen auf den Augen. Genau, genau. Ja. Aber es ist kein Hexenwerk, das zu lernen. Das waren jetzt diese Altlehrer hier, die haben das bestätigen können. Ne? Ja. Das haben wir hier jetzt vor dir als Pixel, hast du ja bloß Lehrer, sind ja ausschließlich Lehrer. Oh. Bis auf die Quintessenz, der Toni. Ja. Sehr reines Lehrertreffen, Toni. Aber mittlerweile mit Doppel-E. Ja, ja, genau. Ja. Ja, es loslassen macht Freude. Ja, 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 ja. Ja. Ich habe mir schon gedacht, damit die kommen nicht mehr. Meine Donis rühren sich nicht mehr, meine Fettings rühren sich nicht mehr beim Brüssel, oder? Kein Schwein ruft mich an. Kein Sus ruft mich an. Keine Sorge, diesmal das Südlateinisch. Ja, ja, Sus, genau. Ja. Na, ja. Dir. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Alles gut so. Das Leben muss man allein leben und den Rest einfach überraschen lassen. Genau. Ja, ja. Von Augenblick zu Augenblick. Genau. Okay. Und sich immer wieder zurücknehmen, die Interpretationen durchschauen. Ja. Ja. Das Wollen und das Nichtwollen. Ja. Ja, ja. Das ist ja wie all, ist ja unser doppelt aufgespanntes Joch. Ja. Ja. Und das ist Lehen, ist eine auseinandergeschmissene Existenz. Wollen, ja. Und das ist immer wieder die Einseitigkeit, ich will und ich will nicht. Und rot geschrieben ist eben das Wollen, platzt wieder Tag in Tag und Nacht aufpassen, ich will und ich will nicht. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Mitte, die Heiligkeit ist, es ist das Einfachste, was es gibt, ist eine Fach, in dem sich alles befindet. Und wir wissen ja, Fach nochmal, Chat heißt ja Falle. Genau, Fallstrick. Die Facetten von all Sindle. Ja. Da stecken ja auch alle mit drin in der Falle. Genau. Auch nur die Falle, immer dran denken, zuerst einmal schauen, mache ich aus einem Wort was Positives interpretiert oder was Negatives interpretiert ist. Ja, blau oder rot. Ja. Die Netzfalle. Das war lustig. Das war lustig, wir schauen im Fernsehen über die Wilderer in Ebensee und in Goisern und in Gosau und die Vogelfänger mit dem Fall Netz, mit der Netzfalle und am nächsten Tag gedacht, da weiß ich natürlich, jetzt kommt das, die Eingabe von UP. Ich weiß. Das ist ja die Zufall, so ein Zufall, das ist immer so ein Zufall, das ist, dann geht's, war das und dann ist das, ich lächle bloß und sage, ich genau, ich weiß, wie oft habe ich schon gesagt, das Erste, was passiert, die angeblichen Zufälle um dich herum, du musst deine feine Antenne kriegen für die Zufälle, für die Synchronizitäten, das ist so ganz leicht, wie ein Hauch von einem Geruch an Zeichen, wo ich dir mitteile, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn es wieder keine Zufälle mehr gibt, bist du wieder logisch. Aha, ja. Keine Zufälle. Mal sehr aufmerksam sein. Das ist ganz wichtig, das ist aufmerksam. Ja. Die Welt spricht mit mir. Es ist ja schon, wenn du in den Frieden kommst, ist es ganz einfach, dann hast du AUB aufgehört. Gehört. Dann hast du AUB gehört. Genau. Also in dir. Ja. Das ist aufgehört. Ja. Du hast den Schöpfer UB in dir gehört. Schön. Darum sind es die Ohrenbohrungen. Ja. Genau. Osen, der Gleichgewichtssinn. Ja, genau. Darum geht es. Wunderbar. Der geistliche Gleichgewichtssinn führt dich in die Heiligkeit. Niemals die Einseitigkeit, niemals das Kämpfen. Liebe deine Feinde. Mach sie dir zu eigen. Ja. Und dann findest du das Eigen in dir. Ja.
Schöpfergott, der das eigentliche Geni, der Genesis. Genesis. Garn. Da wirst sämtliche geistige Orden im Garten. Ja. Mhm. Und das ist Frieden, ja. Die Frucht des Paradieses. Frieden. Mhm. Absoluter Frieden. Ja. Ja. Der schon immer da war und da ist. Im Meer. Mhm. Ja, genau. Die Zerrissenheit ist nur die Oberfläche. Die das Wort Zerrissenheit beginnt schon wieder mit ZR. Geburt einer Berechnung und es hast zu Form werden. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Mehr muss ich gar nicht aufwickeln können. Ja, na. Wunderbar. Es fügt sich alles so schön zusammen. Die setzt sich von selbst zusammen, du musst bloß Geduld haben. Ich habe das so eingerichtet, dass das so ist. Ja. Ja. Man kann jetzt abwarten, das ist sowieso, das Zusammenfügen ist ja schon, das passiert ja schon im Moment. Es ist auseinandergerissen, wenn du dir was ausdenkst und es fügt sich, was du dir ausdenkst, fügt sich sofort wieder an die Einheit an, wenn du es nochmal denkst. Ja. Das Problem ist, dass du dann zwangsläufig wieder an das Nächste denkst im Jetzt. Ja. Aber warum passiert es, dass du schauen kannst, aus wie vielen Facetten du eigentlich bestehst? Und immer dran denken, die Facette beginnt mit Face. Aus wie vielen Gesichtern bestehe ich eigentlich? Jetzt in deiner jetzigen materialistischen Logik 7 Milliarden, 7,5 Milliarden. Ich weiß nicht, wie viel zurzeit in deinem Erde, in deinem erweckten Wissen auftauchen. Erdkugel. Erwecktes Wissen ist wie eine Welle. Das ist die Erdkugel. Ja, genau. Und das sagst du ja jetzt eigentlich hier, das Menschliche, was du ja in einer gewissen Geistigkeit zusprichst, das sind Facetten von dir. Ja. Das heißt doch mal nur KIs. Ja. Unendlich viele. Aber diese Vorstellung baut er schon wieder auf Wissen auf den Schwamminhalt auf. Ja. Den müssen wir komplett anders machen. Wir müssen aus dem H, aus diesem Buchstaben ein Wort machen, sonst kommst du nicht weiter. Ein doppelt aufgespannten Ort. Eine doppelt aufgespannte, erweckte Erscheinung im Hier und Jetzt. Ja. Das ist die Grundwelle. Und da setzen wir jetzt dann unendlich viele Oberwellen drauf. Drauf. Genau. Ich kann euch da viel Sachen sagen, jetzt gerade jetzt hier mein Holger Rohr mit der Fourier-Transformation, weil er dann rumgespielt hat. Die klassische Fourier-Transformation ist ja schon das Fourier, dieser Physiker oder Arithmetiker, der das ja angeblich entdeckt hat, gegen uns jetzt, beginnt ja schon mit 4. Ja, vor 4. Genau so ist es. Und dann wird ja aus den ungeradzeitigen Oberwellen kriegen wir hier dann bis ins Unendliche aufaddiert, kriegen wir ja eine Rechteckschwingung. Jetzt haben wir natürlich, ob ich jetzt immer das so mache oder ich zwei Rechtecke hinstelle. Ich sage, das ist ja eigentlich untereinander. Bei der Rechteckschwingung hast du 2 Quadratflächen. Ja. Ich will jetzt das nicht einschalten und du kannst jetzt mal Folgendes machen. Wir haben das mit dem, der Holger hat es dann von sich aus gemacht. Er hat dann mal die ganzen geradzeitigen. Das waren ja die ungeradzeitigen. Was passiert, wenn ich die geradzeitigen, also Sinus 2, Sinus 4, Sinus 6 und so weiter aufaddiere? Und was passiert, wenn ich alle, 1, 2, 3, die ganze Reihe der natürlichen Zahlen aufaddiere in diesem System? Dann kriegst du 3 Schwingungen, die Reihenschwingungen, aber 2 verschiedene. Das heißt, die geradzeitigen und die komplette Reihe, gerad und ungerad, gibt nämlich unterschiedliche Dreieckschwingungen. Wenn du die rüberklackst, dann kriegst du, wird jetzt zu weit für ein arithmetisch. Aber das ist wieder so eine Symbolik in der Arithmetik im Hintergrund, wenn man das sieht. Das, wie der Udo immer sagt, das haut dir den Vogel raus. Ja. Mhm. Aber wenn es dir den Vogel raushaut, immer dran denken, bei dem Vogel hast du unser Geschwinge. Genau. Das heißt, das ist eine neue Erkenntnis, weil in dem Moment, wo ich immer sage, unser Lämpchen, wo ein Heurika kommt, ist ja ein Chat-Verstehen von einem ausgedachten Komplex. Das heißt, ein Heurika ist, dass du in einem Moment eine Erklärung, eine Erkenntnis kriegst in Bezug auf viele Einzelbilder an den Komplex einer Problemlösung. Ja. Ja. Darf ich da eines aufwerfen? Die Helene, die hat einen Knopf in der Leitung bei den 441, bei den Faktoren, wie sich die aufbauen, wo die herkommen. Weißt du? Ich weiß, aber das wird jetzt zu weit für eine Helene. Ach so, okay. Das machen wir mal extra. Du wirst feststellen, du schaust einfach die Stelle und die musst du wiederholen. Und du musst dann schauen, dass es aus dir selber kommt.
Gut. Wobei das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, müssen wir jetzt nicht so weit ausholen. Okay, na gut, danke. Mhm. Okay. Das ist schon mal wieder, was ist ein Faktor? Ja, das ist man eigentlich. Hat was mit einem Faktum zu tun? Faktum. Hier und jetzt die Tatsache. Die UM. Die UM ist ja die Vollkommenheit. Ja, genau. Ja, ja. Das Tor ist die Reihe. Genau. Mhm. Und na, das Paar ist hier und jetzt. Genau. Damit kannst du das eigentlich schon abhaken. Jetzt kannst du dann wieder, wenn du spezielle intellektuelle Erklärung haben willst, fährst du wieder in Fachgebiete, in Einzelteile rein, die dann meistens sehr, sehr trügerisch sind. Genau, ja, ja. Das ist gerade beim Studieren. Ich behaupte ja bei der Holo-Arithmetik, dass das reine arithmetische Wissen eigentlich hier jeder 13-Jährige auch das Schulwissen eines 13-Jährigen ausreicht. Der muss bloß neugierig sein. Mhm. Das Hauptproblem ist die Neugier. Das beginnt eigentlich schon hier, wenn man jetzt die Mutation oder so anschaut, wo die ersten Formeln da werden auftauchen, wo ich sage, es ist nur die Kreisformel, wo ich dann die Einstein-Relativität ist mc² und die Kreisformel, dass das eigentlich dieselbe Formel ist, wenn ich das erkläre. Ja. Warum ist das noch nie aufgefallen? Arithmetisch betrachtet ist diese Einstein-Formel, dass praktisch Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Und die Kreisformel, dass das rein arithmetisch dieselbe Formel ist. Ja, ja. Der arithmetische Hintergrund ist dasselbe Prinzip. Genau. Die Kreisformel wiederum, wenn wir aus dem Einheitskreis einen Sinus rauskonstruieren, herausdenken, uns herausdenken, dass sich da ja eigentlich nichts bewegt, sondern dass man Winkel, Sinus, Cosinus, dass man einfach Blinkwinkel in eine zeitlich ausgedachte Reihe verstreut mit Höhenpunkten, die aber auseinandergedacht ist. Das heißt, ich mache aus den einen Punkt, mache ich jetzt schon eine chronologische Reihe eines Ablaufes. Ja, richtig. Aber der ist ja im Kreis gar nicht da. Da ist alles gleichzeitig da. Ja. Die Winkel sind doch gleichzeitig da. Ja. Das heißt, wenn wir uns einen Tetraederspiegel jetzt nehmen und ich mache Licht rein, solange ich nicht, wenn ich es immer so mache, nach außen schaue, ist ja nur das Licht da. Mhm. Diese vier Spiegel symbolisieren ja bloß das 1 durch 4. Genau. Ja, ja. Nach außen schauen kannst du sowieso nicht, weil du bloß immer deine Informationen siehst. Außenformationen, das Wort gibt es komischerweise nicht. Okay. Wir kreieren jetzt ein neues Wort, Außeninformationen, und die beginnen schon mit AUB. Ja, genau. Scharfes S ist B. Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Genau. Ich kann auch außen das N noch hin dran hängen, dann mache ich die Schöpfung von einer aufgespannten polaren Existenz. Das ist das Außen. Und Form Ationen, das ist Ad als Imperfekt gelesen, weibliches Du. Wen erschaffe ich? Das Ion, das in Bewegung gesetzte Sein. Die Wissenden nicken jetzt einfach und sagen, ja, es steht doch alles schon da, oder? Ja. Wenn man es nicht weiß, ist nicht wichtig. Man muss bloß die Demut haben, dass ich dann sage, ich bin noch ein sehr kleines Kind im Geiste. Ich sage, geh noch ein weiter zurück, du bist eigentlich noch ein Hosenscheißer. Klares Zeichen kannst du selber überprüfen, beobachte dich einmal, vor welchen Sachen du noch Angst hast. Ja. Solange noch in irgendeiner Art und Weise dein Ego eine Angst, ein Angstgefühl, aufgrund einer Interpretation, ein Angstgefühl in dir aufbaut, bist du noch ein geistiger Hosenscheißer. Ja. Darum sage ich, jetzt hörst du mal auf, in die Hosen zu scheißen. Disziplinier dich so weit, dass dir klar wird, vor was hast du eigentlich Angst, wenn du Angst hast? Ja. Was ist das? Und jetzt mach das ganzheitlich gedacht von einem Gedanken von dir, der in dir auftaucht. Du hast permanent Angst vor einem Gedanken, der in dir auftaucht. Auf den hast du keinen Einfluss, den kriegst du von mir. Das ist der Reizauslöser und deine Reaktion erzeugt in dir Angst. Und jetzt erinnert euch, wie oft ich gesagt habe, du musst erst einmal, ich erkläre dir, wer und was du bist. Du bist immer. Ja. Du bist es mehr selbst. Ja. Und jetzt hast du Wellen. Du kannst dich an den Spiel der Wellen erfreuen, aber dein Problem ist, dann taucht plötzlich eine kleine Welle auf und du sagst, boah, habe ich Angst vor dir. Mhm. Offensichtlich hast du noch nicht begriffen, wer du bist. Ja, genau. Du hast Angst vor einem Gedanken vor dir. Ja. Ein Gedanken, den du selber denkst
Und aufgrund dessen, dass du den unbewusst denkst, erzeugst du mit dieser Anderung, mit der Meinung von anderen, mit einem Schwamminhalt Angst, das Gefühl von Angst. Genau. Es geht nicht, dass du was veränderst. Ich will, dass du, ich wünsche mir, dass dir das bewusst wird. Ja. Genau. Und wie lange das dauert, bis dir das wirklich bewusst geworden ist, so lange dauert noch deine Angst. Natürlich immer im Jetzt. So lange wird sich die Angst wiederholen. Immer und immer wieder. Die Angst, was zu verlieren. Ich sage, dann kriegst du es doch zurück. Ja. So einfach, genau. Das Hauptproblem ist, dass dir meistens, wenn der Hexenkessel losgeht, dass du was zurückkriegst und du dir das immer wieder ausdenkst und sagst, redest dir mit einer doofen, geistlosen, materialistischen Logik ein, ich hab's ja noch mal. Dann denkst du dir doch einfach noch mal aus, dann hast du es doch wieder zurück. So ist na. Köstlich. Ja. Weißt du, das spür mal durch. Schau, du denkst dir immer wieder aus, das habe ich ja verloren. Ich habe den ja so geliebt. Ich möchte ihn zurück. So, den hast du doch, bevor du ihn dir ausgedacht hast, war doch bei dir. Ja. Ja. Komisch, ne? Es ist so ungewohnt, wenn du jetzt merkst, da reibt sich, wenn doch viel normale Logik in einem drin ist, reibt sich das total. Ja. Weil ich jetzt einfach die Kehrseite zeige. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und das, wenn das einmal wirklich erkannt ist, wenn du dort ein Heurig hast, dann können wir anfangen, uns wirklich mit geistreicheren Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Macht dann noch viel, viel mehr Spaß. Ja. Es ist ungefähr so wie in unserer Trockennasenaphistologie, wenn wir unsere 3x3 Wachstumsstufen nehmen, dir sollte klar sein, dass wenn du jetzt ein Junge bist und du bekommst was, was ich, wir sagen mal hier, eine Karriere-Autorennbahn und ein Mädchen, du kriegst was, was ich, ein Barbie-Puppenschloss. Das löst Freude aus vor der Pubertät. Dass diese Freude nicht vergleichbar ist, wenn du das erste Mal dich verliebst, in die Sexualität kommst und ich sage mal richtig glückliche Erlebnisse hast, gibt ja auch wieder zwei Seiten, dass diese Freude, die du mit der Sexualität erlebst, hier überhaupt keinen Vergleich zu scheuen muss mit einer Farbepuppe oder mit einer Karriere-Autorennbahn. Wenn du jetzt aber in die dritte Wachstumsstufe kommst und es kommt das Verstehen mit Holofeeling, glaub mir, da ist jegliche Form von Vorstellung von sexuellen Gefühlen und Freuden ist nichts. Ja. So schön das ist, wenn du da drin steckst. Aber immer wieder das Schlechtere für das Bessere opfern. Ja. Ja. Genau. Genau genommen entsteht ja das auch wieder erst durch Vergleichen. Absolut gesehen kannst du jeden Moment genießen. Du kannst deine Barbiepuppe genauso genießen wie irgendwie Sexualität oder ein neues Auto. Wir können mal das auf Gegenstände beziehen. Dass das Dreirad, machen wir das neutraler, das Dreirad, das du als Kind bekommst, das Freude in dir auslöst, diese Freude ist in dem Moment die maximale Freude, die du dir denken kannst, wenn das dein größter Wunsch war. Das erste Auto, wo man kriegt, oder dann ein größeres Auto oder was auch immer, ist natürlich im direkten Vergleich, wie ich das Auto wesentlich mehr wie das Dreirad. Ja. Aber wenn man dann in die dritte Stufe kommt und sein eigenes Auto, sein eigenes rotes Selbst zu verstehen beginnt, da wird alles Vergängliche ausgedacht, im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Nichtigkeit. Das waren jetzt göttliche Worte, ja. Auch. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Mit dem Kopf, ihr Brösel, nicht mit dem Kopf. Genau. Ja. Ja. Das sind so kindgerechte Beispiele, was einem in der ersten oder zweiten Wachstumsstufe überhaupt nichts nützt. Ja. Darum sage ich immer wieder hier, der Jesus, der mit seinen Kinderchen gespielt hat, ist ein Symbol. Meine Kinderchen sind die in der dritten Wachstumsstufe, das sind die Alten. Ja. Alles andere vorher, auch wenn sie dann super schon auffächern, das sind noch Hosenscheißergötter. Mhm. Da musst du dir in der Selbstbeobachtung eingestehen, dass doch immer wieder dich eine Angst anfällt. Und das löst sich dann, man kommt wirklich in eine heitere gelassen. Ja, das ist so was Schönes. Und dann hast du wirklich das göttliche Lichteck, leck, wird jetzt zu einem geistreichen Ich, leck mich am Arsch. Das ist das Schönste. Ja. Ja.
Ja. Genau. Das ist das Lichtdeck selber, in dem du drin steckst. Ja. Dann kann man sich Sachen bewusst ausdenken. Man stellt, hey, ich kann ja meine Gedanken verändern. Ich kann mir ja die so denken, wie ich will. Du hast deine Freiheit noch nicht verstanden. Ist auch selbstverständlich. Denkst dir doch einfach anders. Das Einzige, was du machen musst, du musst loslassen von deinen extrem einseitigen Regeln, von deinem Schwamminhalt. Ja. Die natürlich auch richtig sind, aber wir erweitern das jetzt. Das ist die Sache vom Hort zum Wortwerden, zum Hauswerden. Ja. Das hast du auch schon vor 20 Jahren gesagt. Vor 20 Jahren denkst du dir doch einfach. Was zwingt dich, dass du es, ja, ich kann doch nicht. Wer bestimmt jetzt? Ich darf doch nicht. Da komme ich nicht mit. Das verstehe ich nicht. Ich sage, wer bestimmt es? Ich. Was ist das für ein Ich? Ich muss doch, ich brauche doch. Man darf doch nicht. Ich sage, da muss doch ein Regelsystem im Hintergrund sein, hinter dem Ich. Ist das deine Meinung? Oder ist das dein Schwamm? Genau. Ich darf doch kein Schweinefleisch essen, das ist doch unrein. Steht doch in der Bibel. Ich sage, stimmt, einseitig ausgelegt. Kannst du ganz anders auslegen. Ja, ja. Ich darf doch kein Rindfleisch nicht essen. Ich darf doch überhaupt kein Fleisch nicht essen. Die armen Tiere, was sind denn die jetzt? Ein Gedanke. Den isst du doch schon, wenn du das Tier nicht mehr denkst. Ja, ja, wunderbar. Und solange du Holofeeling nicht verstanden hast, bist du das Tier, das du zu sein glaubst. Ja. Letztendlich wirst du irgendwann einmal dieses Tier, das du zu sein glaubst, selber auffressen müssen. Ja. Und magst du das nicht jeden Moment, und zwar in jedem Moment, wo du nicht mehr an deinen Körper denkst? So ist es. Aber offensichtlich schmeckst du dir selbst nicht, weil du dich immer wieder neu ausspuckst. Merkt ihr, wie die Sprache die Symbolik sich verschiebt, wenn man das geistreich sieht? Ja. Was war's dann? Ja, Leute, jetzt lassen wir es gut sein. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Ja. Jetzt lassen wir jetzt mal auf uns wirken. Ja. Was wir sind kennen. Oh, ja. Ja. Also spielen wir noch eine kleine Runde, bis wir es geschafft haben. Okay, gerne. Ja. Danke. Ciao. 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 Ciao.